أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة يا أيها المؤمنون الحاضرون
اتقوا الله تعالى واتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه منزل نبي المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منه من رزق وما أريد أن يعطمون إن الله ورزاق ذو قوة متين. آمن بالله صدق الله العظيم. Anyone doesn't know from Arab, our Arab brothers, doesn't know English, may sit with Siri Muhammad, Muhammad Bari, he is translating. Or also Abdul Hadi is just praying, he is praying now. Abdul Hadi also sit near to him, listen, if you need translation. Make a little bit English, maybe German also. Inshallah. We are saying Jumu Mubarak and we are saying, oh believers, may Allah grant us to be believers. Amen. Believer is someone believing in his Lord. And he may think about him, he must remember him. He must remember him with his whole being, with his body and his soul and his heart. He must believe and remember. He must remember. If he is remembering, he will be counted on the list of the faithful. If he is forgetting, if he is in ghafla, that means he thinks about something else than his Lord, anything. Because if you don't think about your Lord, you think about something else, you forget your Lord. If it is your money or your wife or your children or your what you do tomorrow or what you did yesterday, that is all separating you from your Lord. Basically, your mind is separating you from your Lord. You must be aware. You must be aware. Your mind separates you. It's tricking you. Mind is the entrance for Shaitan. He is using that. He is using three doors, mainly, to catch your iman, to destroy your iman. Yeah? If we have, even we have a little light, a little iman, then he comes and destroys it. Mainly the knowers of God, the awliya kiram, ibadi salihin, sadiqin, they are saying that is the three doors, mainly. One is the eyes. If you're looking haram, that means your iman is going. If you look to a lady and she is not lawful for you, you cannot avoid. You may see, but that is a different scene. If you see something, that is generally seeing something. But if you are with your will starting to look again with some wishes and desires, then it is haram. And that moment your iman, bye bye. You cannot say I am a believer. No, you cannot say. And the second door is the tongue. Your tongue, what you are saying. You have to speak like, if you speak, you must think about what you are saying. Like if you sit in the court in front of the judge, yes, you must think about it.
you are in court, in front of a judge, and you have to say something, you will be very careful about you, what you are saying. Not like this coming in. No, you think very well what you are saying, because every word will be judged. And if you say something, bad things, that is also destroying your iman, the light of the iman. And thirdly, it's the ears, what you are listening. There is listening and listening. If you listen, generally you listen, it's okay. But if you are, if somebody is speaking bad about someone, and you are listening, you are with your attitude towards him and to take part in this bad talking, your bad listening, then it is also a means for shaitan to destroy the light of your iman. And so with all organs, all your organs, they must be under the order of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah grant us this, inshallah. It is important. And the main means of to protect your iman is a zikrullah. Oh Muslims, idiots, foolish ones, you are losing everything. You lost it. You say, there's a Sufis, all the big zikr, no, this is haram. Are you crazy? All these Muslims. What is Sufi? What is zikr? What? Can you not read? There's 150 hadith, sound hadith, authentic hadith, sahih hadith, from Prophet saying about zikr. And you are not moving your tongue. Except for nonsense. All the time. You think nonsense, you speak nonsense, useless things about the world, but never saying La ilaha illallah. You say, no, don't say La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. MashaAllah. You are ignorant, and you lost it, and you will lose it, and it will be terrible for you, O Ummat al Muhammadi. You are very sorry. Mulana always, he said, I am very sorry for this, to say this. When Mehdi comes, you don't know. I don't know how many Muslims there will be. I don't know. But there will be good people, with good heart, good Christians, good Jewish, good Buddhist, good people. You don't know from where they come. You will be astonished. Muslims, they lost it. They lost their treasures. They say, no zikr. Companions, Prophet saying to them, in the hadith from Abu Huraira, what's the name? Jadidu imanukum. You are in need to renew your faith, because you are looking haram, speaking haram, listening haram. You have to renew your faith. Prophet saying, Jadidu imanukum. Then they say, Kayf ya Rasulullah, how we are doing? How we should do it? Akthiru min qawli la ilaha illallah. Money, make it more to say la ilaha illallah. He didn't say la ilaha illallah and then finish. No. Make it more to say la ilaha illallah always, 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 to protect your iman. To protect your heart. You are in need. You are not such a great one. That you are not in need. You are in need. Prophet saying this. Protect your iman. And there are so many proofs and sayings from Prophet about this. And they are not using it. They are not using it. They come for prayer in their mosque, and after prayer they go. And if you are sitting in the Kaaba and you say La ilaha illallah, the police coming. And they put you in prison. For saying La ilaha illallah. This is Muslims. They call themselves Muslims. This is Wahhabi Muslims. Wahhabi ideology. It's a terrorism. It's a disaster. It's disaster, and it's coming through the whole Ummah,
and they don't know what it is. When we make a zikr, half of the Jamaat is going home. Prophet saying, if you are in a zikr, stay there, don't go away. This is paradise circles. If there is circles of paradise, stay with them. What is the circles, Ya Rasulullah? They ask him, companions. It is a halqa zikr, halqa of zikr. That is paradise circles. Stay with them, don't go away. Are you crazy? You have so much time to be with shaitan? It's okay for you? Okay. Allah protect you. Don't underestimate this. This is not my words. It is the words of Rasulullah. And the words of saints. And it is very proved and very clear. Wake up. Wake up. All Muslims. Otherwise, it's terrible. Ignorance is terrible now. Ignorance is coming more and more. And you have to protect your heart. And it's not easy. It's not easy to protect your heart. Use the zikr. Say La ilaha illallah loud or not loud. In your heart or loud. As you can say. As much as you can. And Allah and other names, holy names, to ask it. Prophet also said, sallallahu alayhi wa sallam, it's also authenticated hadith, he said that to love the one who loves Allah, he loves the zikr. He loves the zikr. If you love Allah, there's also proof. It's not, I love Allah, I'm a Muslim, I believe and I love Allah. No, there's a proof. If you love Allah, you speak about Allah. If you love Allah, you call His name. If you love some human being, you love to talk about him. Isn't it? Yes, you love to talk about him. Yes, your girl, or your wife, or your husband, or your beloved one, you like to talk about him. That is a proof. That is a proof that you are a believer and that you are. If you talk about Allah, you do use His name. And the proof about hate somebody hating Allah is that he hates the zikr. The one who hates the zikrullah, he is hating Allah. That is the Prophet's words. Be careful. Who is saying he's giving no importance to Allah, to zikrullah, he is giving no importance to Allah. Because when you make zikr, you are calling the presence of Allah Almighty. It's a presence with you. It's not for nothing. Allah is saying. But they are not reading Quran. These liars, hypocrites, they are not reading Quran. They read the letters, they don't use it. Allah is saying, call me by my name. Call me by my name. He's saying very clear, call me by my name. For what? So that I am near you. Call me. I'm not calling. They are not calling. No. They call only on their mobile. Yeah. WhatsApp. Yeah. Dunya. That is what they call. They never call Allah. They say also to other people it's haram to say Allah, Allah, Allah. Okay. Allah will judge it, inshallah. One day, everyone is free. Everyone knows. What is right, what is wrong? Islam came to bring good things on this earth. No other reason for Islam to come. Oh Christians, oh the whole world now, they are listening to Shaitan and looking how Islam, the name of Islam going down in the eyes of mindless and ignorant people. And Islam came only to bring good things. Nobody can prove the opposite. It is the best. Islam is the best and it brings only good things, not bad things. Yes? But it is fighting bad things. It fights bad things. It's fighting shaitan, fighting the ego, and fighting useless things, useless desires. It's fighting this.
Otherwise, it is on the opposite. It is bringing good things from all sides. That is Islam. Most beautiful thing and gift from Allah Almighty to His human beings is Islam. Don't let shaitan come into your brain and use it as a toilet. And be careful. And because you read all the bad things and these idiots, ignorant things, people, they say, we are Muslims, they kill other people. It's very clear. You have a mind. You have a mind. You know. Yeah? They don't have to come to us and say, why you are not demonstrating against this? And what do you think about it? What do you think? We are human beings. We are animals. We have to say something for what every dirty act of ignorant people, shayateen, running around in this world, killing people, cheating people. No, it is clear for us. It is clear for us. It has nothing to do with anything but from shaitan. Nothing else. We don't need to comment this. We have mind. We know what is good and what is bad. Because we are Muslims, inshallah. That is our intention. And we try to be believers also. To make a clear distinguish between good and bad. That is the biggest sign of a believer, that he is able to distinguish between good and bad. And you know what is good and bad. Your conscience is signing. This is bad, that is not bad. That is bad and this is good. I can do this, this I must not do. And you are, you know this, it is easy, it is not difficult, you don't have to learn, and I don't know the rules, I don't know Sharia, I don't know 1,300 rules. No, no, you know. You know what is good and what is bad. Everything is good, what Allah is happy with, He is content, Radi Huwa. And Prophet is happy, and Shaykh is happy. And brothers and sisters, they will be happy. Ummah will be happy with some things. You know it. And your consciousness is signing. May Allah help us, inshallah, to keep our hearts. Make zikr as much as you can. Don't listen to some people. They don't have no knowledge. Knowledge is only coming from the heart. That is important knowledge. Not what somebody, he knows so many letters and so many books. You will have wisdom of all books. If you keep the three doors, your three doors, your eye, your tongue, and your ear. If you protect these three doors, you will get all the wisdom from all holy books, beginning from Adam up to Sayyidina Muhammad. The pages from Adam, pages from Zayd, pages from Sheikh, and pages from others. And the Torah, and the Gospel, and the Psalms of David, and Holy Quran. All of it, all this wisdom for you. It's promised. You don't believe it? Make it. Try. If you can do it 40 days, it's appearing. 40 days you protect yourself, it's appearing the wisdom. All holy books. Don't worry. It's not so difficult. What we are escaping, excusing ourselves. I have to learn this and that, and this and that. No, no, you know what you are doing and what you should do and not do. Yeah. Be careful. Be careful and follow someone who is showing you life, how it should be lived as a Muslim, as a mu'min, as a believer, inshallah. Your sheikh is such a one, as a murshid, the awliyas, the saint, they are showing us, showing it. Look how they live, or read how they lived, read it, ask, speak, go. We have sheikh, alhamdulillah. Anyone, you must have a sheikh. If he has no sheikh, it's very dangerous, very difficult. We are Gläubigen. Kurz auf Deutsch. Der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, ihr müsst euren Iman erneuern. Und die Gefährten haben gesagt, wie sollen wir unseren Iman erneuern? Und der Prophet hat gesagt,
Vermehrt euer Zikr with La ilaha illallah. Vermehrt es. Sagt La ilaha illallah viel. Ja, damit ihr euren Schutz, das schützt eure Herzen. La ilaha illallah. Meditiert darüber und sagt es laut, leise, so viel wie möglich. Und schützt eure, weil der Iman geht weg, ihr müsst ihn erneuern, weil er geht aus drei Türen. Wenn ihr drei Türen nicht bewacht, dann ist die Gefahr, dass das Licht eures Glaubens aus dem Herzen rausgezogen wird. Shaitan ist immer dran, das Licht aus euren Herzen rauszuziehen. Jede Gelegenheit. Erste ist die Augen. Deine Augen. Wenn deine Augen haram gucken, auf eine Frau, die nicht halal ist für euch, ja, wenn ihr jemandem begegnet, also es gibt ein Sehen, das ist ein allgemeines Sehen, das kann man nicht ändern. Das ist okay. Wenn das Ego kommt und richtig hinguckt, mit dem Wunsch, jemanden zu besitzen und sich zu vergnügen mit jemandem, der nicht geschrieben ist für jemanden, das ist haram. Dann in dem Moment geht das Iman, wenn Iman da ist, raus aus dem Herzen. Finished. Nichts kannst du finden mehr. Aus. Freut sich nur einer, ist Shaitan. Der ist happy dann. Hat er geschafft. Womit? Mit den Augen auf etwas haram zu gucken. So ist es. Zweitens, die zweite Tür ist die Zunge. Ja, was ihr sagt. Der Prophet hat gesagt, ihr müsst auf eure Zunge aufpassen. Und der Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, hatte mal einen Stein im Mund. Weil er hat sich überlegt, bevor er gesprochen hat, hat er sich überlegt, lohnt sich das jetzt, den Stein aus dem Mund zu nehmen und dann zu sprechen oder nicht? Hat er sich gefragt, ist es jetzt gut, was ich sage? Erstens ist es gut. Zweitens ist es nützlich. Drittens ist es notwendig. Wenn diese drei Sachen zusammenkommen, hat er den Stein rausgenommen, hat gesprochen und den Stein wieder zurückgetan. Kein unnötiges Wort. Die haben es ernst genommen. Jetzt nimmt es keiner mehr ernst. Jeder quatscht rum und chattet rum im Internet. Ich weiß es und mein Islam habe ich vom Google, Sheikh Google. Ich weiß, wie es geht. Unglaublich, unglaublich. Shaitan ist so happy, der macht Freudentänze über die Idioten, die sich im Internet unterhalten und auch sonst unterhalten, über etwas, was sie keine Ahnung haben von. Und schlecht sprechen über andere. Und drittens das Ohr. Das dritte Organ ist das Ohr. Die dritte Tür ist das Ohr, was geschützt werden muss. Wenn du zuhörst, dummen Sachen zuhörst und wenn jemand schlecht über einen anderen redet und du hörst zu, wenn du es hörst, allgemein kannst du nichts tun, ist okay. Bist du entschuldigt. Wenn du hinhörst, mit deinem Gefühl, mit deinem Herzen praktisch einsteigst, dann bist du mitgefangen. Dann ist Shaitan da, zieht er den Iman raus. Über jemanden schlecht zu reden. Kaffeeklatsch. Kaffeeklatsch geht schnell. Kaffeeklatsch ist schnell. Du trinkst ein Teechen mit den Brüdern und den Schwestern. Ja, wie geht's denn dem Bruder? Wie geht's denn der Schwester? Ja, der geht's gut. Ich habe gehört, so und so und so und so. Was? Tatsächlich? Oh. So schnell geht es. Und schon bist du in übler Nachrede. Es geht sehr schnell. Wir machen das dauernd, ohne Unterbrechung. Weil wir nicht mehr den Level haben. Aisha radiallahu anha hat gesagt, über eine andere Gefährtin, Mashallah, die ist aber korpulent. Ne? Rasulullah, die ist doch korpulent. Meinst du die Korpulente? Iman, finish, aus, du musst den Iman erneuern, üble Nachrede. Die ist korpulent. Geht nicht. Das ist der Level. Unser Level ist nicht so. Und wir sind leider verloren in dem schlecht hören, schlecht sprechen und haram gucken und auch noch schlecht denken. Schlecht denken ist die erste Ursache. Die muss man bekämpfen als erstes. Diese Türen benutzt Shaitan, um den Iman rauszuziehen. Und wir sind dazu angehalten, unseren Iman zu erneuern.
wie machst du das? Wie machen wir das? Haben die Gefährten gefragt. Mach Zikrullah und La ilaha illallah. Viel. Ohne Unterbrechung. Viel La ilaha illallah. Leise oder laut. Auch Allah. Und verbinde dich mit deinem Sheikh. Verbinde dich mit den Heiligen, mit Sadiqin und erbitte die Hilfe von Allah. Allah sagt, ruf mich an, ruf mich, rufe mich. Ja, für was? Für was machst du Zikr? Was passiert beim Zikr machen? Was ist da los? Wenn du sagst, La ilaha illallah, La ilaha, dann kommt Licht in dein Herz. Ob du es weißt oder nicht, kommt Licht in dein Herz. Und du holst, was ist das für ein Licht? Das Licht Allah subhanahu wa ta'ala, seine Präsenz. Du rufst seine Präsenz. Wenn du sagst, La ilaha illallah, du rufst seine, nicht weniger als seine Präsenz. Willst du seine Präsenz nicht? Nee, willst du nicht. Mit Shaitan ist besser. So denken wir. Er ist unbequem. Nee, Shaitan ist leicht. Berg runter geht's locker. Berg rauf ist schwer. Ihr müsst sein wie Mullah Nasruddin. Wenn es berg rauf geht, müsst ihr lachen, müsst ihr happy sein. Ist ein Trick. Müsst ihr euch austricksen. Wenn es rauf geht, musst du lachen, sagen, ist das wunderbar. So, dann sagen die zu dem Mullah, wieso lachst du immer, wenn du bergauf gehst und es alles so schwer? Sagt er, ich denke daran, wie ich nachher wieder runtergehe. Austricksen, das Ego austricksen. Möge Allah uns helfen, inshallah. Und uns nicht nachlässig werden lassen. Und nicht hören auf Shaitan. Auf Muslime, die Zikr nicht kennen, die sagen, was ist Zikr? Wieso machen die Zikr? Ja, diese Sufi, wieso machen die Zikr? Ja, sind die bekloppt? Prophet spricht über Zikr, 150 Sahih-Hadith und sagt, wie wichtig der Zikr ist. Und das ist die Essenz von Islam, Essenz von Iman. Und eine Verrotzung von ihm. Und die vergessen es. Interessiert die nicht. Nach dem Gebet, schnell nach Hause. Und es ist eins der Mittel, das Paradies zu erreichen und Iman zu erreichen und den beste Segen zu erreichen, noch danach sitzen zu bleiben in der Moschee. Für 33 Subhanallah, Allahu Akbar und 33 Alhamdulillah. Schnell weg, Pflichtgebet und dann raus. Und wenn Zikr ist, dann sowieso noch schneller. Und Prophet sagt, bleib, wenn du irgendwo siehst, wo Zikr ist, bleib da. Du weißt gar nicht den Segen davon, den du findest im Achira. Hier schon findest und danach. Da lohnt sich kein Akt dieser Welt, keiner, gar nichts, kannst du rechtfertigen oder gleichsetzen mit dem, was du bekommst in einem Zikr. Ob du es weißt oder nicht. Und die rennen weg. Möge Allah uns verzeihen, inshallah. Verzeihen uns alle und unser Herzen erwecken und aufwecken, damit das Herz belebt wird. Weil das ist Islam. Du kannst nicht sagen, Islam, jetzt gehe ich da hin und das ist die Veranstaltung und dies und das. Und das. Nee, nee, das zählt nicht. Du musst nicht denken, dass das zählt. Das zählt nicht. Es zählt nur ein belebtes Herz. Ein Herz, was lebt, das zählt. Leben heißt lieben. Ein Herz, was liebt. Und der Beweis ist, sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dass du jemanden liebst, ist, dass du das Zikr liebst. Wenn du das Zikr liebst, das ist ein Beweis, dass du Allah liebst. Und ein Beweis für deinen Hass und deine Gleichgültigkeit ist, dass du, egal ist, ob Zikr ist, und du hasst das Zikr und du willst es nicht machen, das bedeutet, du hasst Allah. Weil wenn du nicht hassen würdest und nicht, wenn er nicht gleichgültig wäre, dann würdest du sagen, ja, wunderbar, Allah. Ich rufe Allah, weil dann seine Präsenz kommt näher. Und wenn ich nicht kann, wenn ich nicht in der Lage bin, dann frage ich meinen Scheich, der soll mir helfen. Der schickt von seinen Geheimnissen, von seiner Kraft. Ja, die Heiligen haben das gemacht, der Prophet hat es gemacht, die Gefährten haben es gemacht und die Heiligen machen es.
Ja, die übertragen ihre Kraft durch Geheimnisse von Herz zu Herz. Wahrlich, zwischen den Herzen gibt es Verbindung. Bena Kolubu him Alakant. Sabila. Ja, zwischen den Herzen sind Wege. Warum sagt ihr das, der Prophet? Für was sagt ihr das? Weil zwischen den Herzen gibt es Wege. Und der Prophet weiß es und er hat es benutzt und er hat allen seinen Gefährten die Geheimnisse gegeben. Und sie haben es weitergegeben. Bis in die heutige Zeit. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn ein Krieg kommt, wenn Mehdi kommt. Ich weiß nicht, wie viele Muslime dabei sind nachher. Also manche Heilige sagen nicht so viel. Sagen, viele Christen werden da sein, Buddhisten und Juden und so gute Menschen, gläubige Menschen, die einfach nur auf ihr Herz gucken, auf ihre Liebe gucken. Ja, und die Muslime haben es abgeschrieben. Sind in Ignoranz und sind noch stolz. Auf irgendeiner Ebene. Haben es verloren. Sind in den Westen gekommen, wollen den westliche Werte haben, den ganzen technischen Kram, den Shaitan-Kram haben und finden das super und lassen ihren Islam. Tragen Schlips und Kragen, finden das ganz toll. Aber es lebt nicht. Guck jetzt, was jetzt passiert. Guck, was jetzt passiert. Im ganzen Mittelosten. Und es ist noch nicht vorbei. Möge Allah uns schützen, inshallah, alle. Unser Herzen. Vor so einem Schicksal. Und das Schicksal, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Allah uns kein Iman gewährt. Iman ist alles, was wir haben. Ist der Schatz, den du hast. Den musst du beschützen. Einen Schatz musst du beschützen. Den lässt du nicht auf der Straße verkommen. Möge Allah uns schützen, inshallah. Und die Herzen vor Shaitan schützen, vor Ego und endlosen Wünschen und dieser Welt. Ja, diese Welt ist nicht dazu da, ja, dass man ihr nachrennt. Ja, die ist nur ein Sprungbrett fürs Achira. Ich sage, möge Allah uns helfen. Allah in Achsan, Allah in Nizam, Kalam Allah in Marik Allah, Aziz Al-Alam, Kama Kal Allah, Tabaraka wa Ta'ala, Fi Kalam, وذكر ياتر القرآن فاستغفروا الله وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين